Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Far Cry 3. Das letzte Mal haben wir Dinge getan und wie es dieses Mal weitergeht, weiß ich nicht, weil das Spiel sich aufgehangen hat und ich weiß nicht, wo der letzte Checkpoint war. Das ist so der Stand der Dinge. Ich versuche jetzt noch einmal Flawless aufzunehmen, volle 20 Minuten durch. Und wenn das jetzt nicht klappt, lege ich Far Cry 3 erstmal auf Eis. Wenn es passiert, kommt noch ein kurzes Ankündigungsvideo, was dann der Stand der Dinge ist. Und dann mache ich erstmal Pause damit, weil das zerrt wirklich Nerven. Aber genug der Worte, Taten folgen. Gut, Krieger. Steh auf. Genieße deinen Sieg. Oh, schade. Ein Krieger aus dem Wald. Wir sind so fertig, Jason. Was ist tot? Er verließ mich. Den Stamm, sein Geburtsrecht. Hoyt Voker lockte ihn fort mit Geld. Drogen. Er wurde ein Monster, aber er blieb doch mein Bruder. Hoyt wird für alles bezahlen, was er dir und meinen Brüdern angetan hat. Ich bringe dir seinen Kopf. Was ist mit deinen Freunden? Ein Boot nehmen. Ich bleibe bei dir. Das freut mich zu hören. Wie wirst du heute töten? Ich habe einen Spion namens Willis getroffen, der mich auf Hoyts Insel bringen kann. Clever. Die Rakyat werden dich vermissen, wenn du weg bist. Werden Sie das? Komm zurück zu mir. Zu meinem Volk. Bald. Ich habe ein Déjà-vu. Als hätte ich diese Filmsequenz schon einmal gesehen. So, ich kann Ihnen in der Zeit mal erzählen, was ich in der Zwischenzeit getan habe. Ich habe die Reparatur laufen lassen. Hatte ja gestern schon wieder nicht funktioniert, wie man ja gesehen hat. Ich habe, ich habe diesen Fall überlebt, was mich gerade etwas gewundert hat bei der Spielmechanik. Ich habe Far Cry 3 deinstalliert und neu installiert. Ich habe jetzt auch schon ein Ausweichspiel installiert, das kommen wird, falls Far Cry 3 wieder rumzickt, weil dann werde ich Mr. Rayface begegnen. Jason, du willst uns schon verlassen? Dennis, ich... Hast du viel zu tun für Cidra? Wir sind gar nicht so verschieden, du und ich. Ich war einst ein Einwanderer in den Vereinigten Staaten. Ich habe in einer Autowerkstatt gearbeitet. Die lachten über meinen Akzent. Und der Besitzer wollte mir weniger bezahlen als den anderen Mechanikern, die weniger drauf hatten. Mir, der aufwuchs unter den Generälen von Liberia. Die wollten mich unterbuttern. Aber ich weiß, wer ich bin. Sieh mich jetzt an.
Sidra? Sie hat mich befreit. Sie ist bei mir. Viel Glück bei deinem Schicksal. Ich meine, deiner Mission. Ja. Diese Flasche ist leer. Ich brauche eine neue, bitte. Schnell. Ach, da. Und die Automatiktür schließt sich. So, ja, was ich sagen wollte ist, ich habe Far Cry 3 deinstalliert, hab's neu installiert und hab zusätzlich ein Ausweichspiel installiert, weil das zehrt echt Kraft. Immer und immer wieder neu starten zu müssen und immer wieder dieselbe Scheiße spielen zu müssen. Also, ich mag dieses Spiel. Ich mag dieses Spiel wirklich sehr. Es hat mir bis hierhin auch sehr viel Spaß gemacht. Das zehrt einfach Kraft, das immer und immer wieder zu machen. Und jeden Abend erneuten Absturz zu haben. Ich meine, ich habe vorher 2-3 Folgen an einem Abend aufgenommen. Und jetzt schaffe ich höchstens eine volle Folge durch 2 Aufnahmen. Es geht nicht. Das macht mich einfach wirklich fertig. Ich glaube, da kann jeder verstehen, dass ich das erstmal unterbreche. Bist du okay? Alles gut. Gut, das Boot ist fast fertig. Wir können bald heim. Ich komme nicht mit. Was? Was redest du denn da? Ich habe meinen Platz gefunden. Hier, auf dieser Insel. Jason, ist das dein Ernst? Lisa. Ich will nur verstehen, was hier läuft. Zum ersten Mal weiß ich genau, was ich will. Das werde ich nicht so einfach loslassen. Du bist jetzt erwachsen. Darauf habe ich so lange gewartet und... Du verlässt du mich. Mach's gut, Lisa. Lisa, lass ihn gehen. Das letzte Mal, dass wir sie gesehen haben. Wehe, Dennis ruft mich jetzt an. Wenn das Dennis. War hart. Härter, als ich gedacht habe. Wenn mich jetzt Dennis anruft, okay, lass dich aus. Egal, weitermachen. Gut. Agent Willis. Sprich mit Willis. Wo ist denn Bruce? Ah, am Außenposten. Ja, gut. Liegt ja um die Ecke. Hätte ich eigentlich hinfliegen können. So, die Aussicht bei Nacht genießen, das wäre eigentlich... Ah, schade. So, erstmal schnell verkaufen. Bisschen Schrott loswerden. Warte mal. Was habe ich auf... Einzigartige Waffen. Kennen. So. Was ersetze ich dadurch? Ja. Ja, doch. Tauschen wir erstmal das LMG gegen die Kennen und spielen ein bisschen rum. Spielen ein bisschen an uns rum oder so, ne? Jason, ich habe lange nichts mehr gehört von dir. Dachte, du wolltest weg hier. Nein, ich bleibe hier. Ich nicht. Die Russland-Operation ist aufgeflogen. Ich schließe mich der Taskforce 141 an und bin raus. War sehr schön mit dir. Danke. Ach, bevor du gehst, du musst mir einen Gefallen tun. Hilf mir, heute zu erledigen. Das geht nicht. Wäre leichter, ein Barter an einem Samoaner zu finden. Aber probier es ruhig. Ich hatte meinen Agenten da drüben. Er lebt noch. Glaube ich. Kannst du mir helfen, hinzukommen? Auf meinem Weg fliege ich über Holz Insel, wenn du mit willst. Ich schicke die Koordinaten. Perfekt. Ich werde da sein. Das Flugzeug hebt gleich ab.
ob du da bist oder nicht. So, Flug nach Süden begonnen. Und dort müssen wir hin. Ach, Kacke, wirklich? Ja, gut, 5 Minuten, da können wir einmal quer über die Insel knattern. Wer braucht schon Straßen? Uah, aber gut, ein fahrendes Auto brauchen wir. Au. Gut, lasst uns mal schnell bei Google Maps schauen. Okay, geradeaus ist der schnellste Weg. Also, was war's? Geradeaus? Ne, weiter geradeaus. Der Straße folgen, rechts rum um die Brücke. Ich glaube, das kriegen wir geschissen. Einfach der Hauptstraße folgen. Genau, da ist die Brücke. Wow, da ist eine Brücke, die nicht ganz sauber ist. Geradeaus. Rechts rum, links rum. Und dann die erste. Okay. Geradeaus. Und hier rechts runter. Und da vorne links. Gleich wieder ein bisschen rechts da. Und da vorne die erste links war es, richtig? Richtig. Links und an dieser Dreieckskreuzung rechts. Ja, ich nehme die Straße vielleicht doch etwas sauberer. Ne, ich sehe direkt. Tot. Der nächste Schuss muss sitzen. Oh oh. Die Penner haben uns die Luft rausgelassen. Ich muss das reparieren. Oh ja, super. Deswegen ist hier auch eine LMG. Ich liebe so eine Geschütze. Klingt, als kämen da noch mehr. Deck mich! Jason, deck mich. Willis, leck mich. Es hängt sich auf. 14 Minuten und es hängt sich auf. Okay. Das war's. Feierabend. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch tun kann. Ich werde wirklich Far Cry 3 an der Stelle beenden. Also auf Eis legen. Weil ich meine, es macht mir keinen Spaß, das so aufzunehmen. Und ich glaube, es macht euch keinen Spaß, das so zu gucken. Also ich meine, die letzten... ich bringe das im Statement. Ich werde gleich ein Statement dazu aufnehmen, und dann, ja, werde ich mal gucken. Ich werde weiter probieren. Und dann werden wir mal sehen. Also ich werde gleich noch einen Versuch machen. Da werde ich den zweiten Monitor ausmachen und OBS im Hintergrund laufen lassen. Vielleicht liegt es daran, dass der den zweiten Monitor irgendwie nicht verarbeiten kann oder so. Ich weiß es nicht. Ich probiere es jetzt einfach mal aus und...
Wenn es nicht funktioniert, werdet ihr demnächst ein Statement von mir erhalten. Sorry. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem irgendwie noch Spaß an der Folge. Mich kotzt das halt echt gerade an. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.